Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagabend in Eltville auf der Gutenbergstraße. Ein 26-jähriger Autofahrer war mit seinem VW Golf von der Wilhelmstraße kommend auf der Bahnhofstraße unterwegs. Offensichtlich übersah er an der Kreuzung zur Gutenbergstraße einen 46-jährigen PKW-Fahrer und krachte mit ihm frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf herumgerissen, schleuderte gegen einen Stromverteilerkasten, riss diesen um und knickte anschließend noch einen Baum inklusive Schutzgitter ab. Der 26-jährige Mann wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der zweite Unfallbeteiligte kam mit dem Schrecken davon. Nach Angaben der Polizei wird der Sachschaden auf ca. 27.500 Euro geschätzt. Zum Einsatz kam die Feuerwehr Eltville mit insgesamt 13 Einsatzkräften. Ein Energieunternehmen wurde hinzugezogen, um den Strom am Verteilerkasten abzustellen.